So, jetzt darf ich Ihnen wieder einen Gast präsentieren, der ein Teilnehmerland des diesjährigen Song Contests repräsentiert. Diesmal ist Weißrussland dran und Sie kennen sicher diesen Satz Belarus 12 Points. Allerdings muss man zugeben, man hört diesen Satz sehr selten. Scheinbar kommt nämlich die weißrussische Musik beim Song Contest nicht so gut an. Ganz im Gegenteil zur Musik meines jetzigen Gastes. Seit sie 5 ist, spielt die in Minsk geborene Julia Lebedenko Geige und das mit großem Erfolg. Ihr Lebenslauf liest sich wie eine einzige Aneinanderkettung von Stipendien, Auszeichnungen und Bestplatzierungen bei Musikwettbewerben. Im Gegensatz zu Julias Karriere ist Weißrusslands Erfolg beim Eurovision Song Contest mehr als bescheiden. Bereits der erste Antritt 2004 fand ein jähes Ende im Halbfinale und seither gilt es als größter Erfolg, selbiges zu überstehen. Weißrussische Vertreter haben es aber insgesamt nur 4-mal geschafft, ein Finale zu erreichen. Bemerkenswert dabei, der hohe Norden bringt den Weißrussen beim Song Contest Glück. In Helsinki, Oslo, Malmö und Kopenhagen hat's mit dem Finaleinzug geklappt. Ob Wien nördlich genug liegt, wird sich weisen. Für Julia ist Wien jedenfalls ein gutes Pflaster. Seit 2010 hat die Geigerin auch ihre Stimme entdeckt. Im Mai gibt's Julia Lebedenko dann auch auf CD. Herzlich willkommen, Julia Lebedenko. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Nämlich, Sie sind noch auf einem Zwischenstopp in Wien. Eigentlich sind Sie auf Tournee. Ja, genau. Eine Konzerttournee mit einem Pianist aus Weißrussland. Wir haben schon das begonnen in Minsk und in andere Städte. Und jetzt, morgen, fahren wir nach Italien, kurzfristig. Und schon am Dienstag beginnen wir mit einem Benefizabend für die kranke Kinder auch in Wien. Und am dritten Mal wird Präsentation auf CD, von CD. Ja, ja, also Sie sind sehr, sehr umtriebig und sehr viel unterwegs. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, um ein bisschen über den Song Contest zu sprechen. Ja. Und man muss ja leider sagen, Weißrussland schneidet nicht immer so gut ab beim Song Contest. Wurmt das die Weißrussen oder nehmen Sie es mit Humor? Na, es ist immer sehr interessant anzuschauen, wie kommt jedes Land also zum Preis, ja. Aber bei uns, dass es immer so eine Chance gibt. Ja, ich muss auch dazu sagen, dass zum Beispiel in junge Gruppe, Junior Eurovision, haben wir schon 2-mal gewonnen. Okay. Und deswegen, das ist schon ein großer Erfolg, finde ich. Ja, absolut. Und ja, eigentlich einmal war ich auch sozusagen fast dabei. Ich musste auch nach Wien schon fliegen und ich war am Flughafen mit ganzer Gruppe von diesen Teilnehmern. Und sie haben mir damals gefragt, oh, du bist eine Geigerin, ja. Und ich habe gleich die Geige ausgepackt und gespielt. Das war wirklich super und lustig. Würden Sie mitmachen? Hätten Sie Lust? Ja, schon. Weil gibt es ein interessantes Projekt? Ja, schon. Wären Sie schon dabei? Das ist schön zu wissen. Auf jeden Fall das erfolgreichste Lied Weißrusslands. Hören wir uns jetzt kurz an. Hören wir kurz rein. Wie haben Sie das in Erinnerung? Können Sie sich erinnern? Ja, ja. Ja, schon. Ist er ein großer Star? Ja, ist schon sehr berühmt in Weißrussland und ich glaube, damals es war der größte Erfolg bei uns. Ja. Das war 7. Platz und ja, ich finde, das war interessant schon. Ja, schön, schön. Im Vorgespräch haben Sie uns eine sehr nette Geschichte erzählt, nämlich Sie verbinden eine sehr schöne Geschichte mit dem Siegerlied von 2012, Euphoria. Ja, genau. Was war da genau? Eigentlich in diesem Jahr und genau im Mai ist meine Tochter auf die Welt gekommen. Und damals war ich auch im Krankenhaus und die Tochter war dabei und am Abend habe ich das ganze Finale geschaut. Und das war so wirklich mit vielen Emotionen dabei und diese Euphoria war auch in mir, also drinnen. Ja. Das glaube ich, da haben wir noch, schauen Sie. Und wenn Sie das heute noch hören, dieses Lied, macht Sie noch eine Gänsehaut? Also es ist absolut mit positiven Gefühlen ja, besetzt, schon, ne? Schon, ja. Das bleibt immer in Erinnerung. Tolles Lied, weil wirklich ein weltweiter Hit, muss man ganz ehrlich sagen. Und die Präsentation ist was Besonderes. Ganz, ja, genau, war sehr speziell, sehr toll. 2009 hat ein junger Norweger gewonnen. Genau. Können Sie sich an den erinnern? An den Alexander Rybak, genau. Ja. Wie finden Sie denn den? Der hat ja sehr viele Ähnlichkeiten mit ihm. Ja, künstlerisch, ne? Und das, er kommt eigentlich aus Weißrussland ursprünglich. Genau. Und er hat, also die ganze Familie war damals in Weißrussland, dann übersiedelt. Genau.
war ziemlich weit vorn, also der hat gut abgeräumt. Viele Weißrussen, die sagen, das ist unsere sozusagen Preis auch. Ist natürlich auch ein bisschen. Und meine Schulen haben gleich danach gesagt, wir müssen das Lied lernen und auch so gleich spielen, dass die Haare von morgen auch weggeht. Ja, das genau, da war ja so im Winter, dass ich die, genau ja. die Seiten gelöst haben. Was halten Sie denn vom diesjährigen Beitrag von Weißrussland? Ja, ich finde immer, dass jedes Jahr kommt etwas anderes. Ich glaube, dass wir probieren etwas aus. Wie funktioniert das? Und dieses Mal kommt ein Duett, Geigerin und mit einem Sänger. Jetzt muss ich aber schon sagen, ist Geige oder Violine das Nationalinstrument in Weißrussland? Das ist zumindest hier jetzt sehr, sehr stark vertreten. Ja, viele Leute schon spielen Geige, kann man nicht sagen. Also wir haben ein anderes Nationalinstrument, heißt Zimbale, wenn Sie kennen. Das ist auch ein Streichinstrument. Ja. Aber viele schon spielen Geige, muss ich sagen, ja. Das ist unglaublich. Also immer Kombination Geige, Gesang ist nicht so oft. Ne? Aber die Geige ist die ähnlichste Instrumente zu Gesang. Zur Stimme? Ja, genau. Wirklich? Ja. Ich habe immer gedacht, auch ein bisschen die Flöte von der Atemtechnik. Auch gibt es Saxophone zum Beispiel. Ja, genau, ja. Die und die Geige, ja. Jetzt müssen Sie aber wieder lossausen, was ich weiß. Es wartet ein Konzert auf Sie. Ja? Ja, genau. Ja? Super. Sind Sie schon bereit? Ja, ein Kinderkonzert. Wie lange spielen Sie sich ein da? Ja, also das Konzert wird zwischen 50 Minuten dauern, aber ich komme jetzt gerade zum Konzert. Ohne irgendwelche Vorspiele. Sie sind schon geschminkt, Sie sind genau, schon da. Schon Sie sind einfach präsent und müssen nur Ihre Kunst beinlaufen lassen.